Hallo liebe YouTuber, heute geht es bei mir darum, dass wir mal eine Silikonform herstellen wollen. Wenn ihr eine Figur gießen wollt oder eine Form gießen wollt aus Beton, aus Gips, braucht ihr dazu immer eine Schablone. Entweder ihr findet etwas Vorgefertigtes oder ihr macht euch selber was. Ich will hier diesen Buddha sozusagen kopieren und in Zement gießen und dazu brauche ich halt erstmal eine Form. Und hiervon werde ich deshalb einen Silikonabdruck anfertigen. Alles, was ihr dazu braucht, habe ich hier stehen. Diesmal war ich so clever, ich habe mir eine Unterlage drunter gelegt. Ich habe Spülmittel, ganz normales billiges Silikon, die Figur, die ich kopieren möchte, und einen Eimer mit Wasser. In diesen Eimer mit Wasser gebe ich nun Spülmittel, auch nicht zu knapp. So. Jetzt kann ich schon mal ein bisschen Spülmittel in die Hände nehmen. Spülmittel deshalb, weil dann Silikon nicht dran haften bleibt. Oder kleben bleibt vielmehr. Jetzt muss ich damit schon mal so ein bisschen die Figur eincremen. So. Und jetzt werde ich das Silikon hier in das Wasser reingeben. Oh, noch mal ein bisschen rein, ein bisschen umrühren, dass sich das auch auflöst, dass es schön seifig ist. So, jetzt ist es schon schmierig, das Wasser. Jetzt geben wir das Silikon da rein. Ich habe leider keine Silikonpistole, deshalb mache ich das Ganze mit dem Hammer, indem ich das hier dann rausquetsche. Das erfordert ein bisschen Muskelkraft. Für mich kein Problem. Für alle anderen, die es halt, ja, die sollten dann eventuell eine Silikonpistole nehmen. Ist deutlich einfacher. Ich merke auch gerade, dass ich mich ein bisschen überschätzt habe, aber na, da kommt es schon raus. So. Ich weiß gar nicht, wie viel man braucht. Ja, ich habe jetzt ungefähr drei Viertel der Silikonkartusche da reingefüllt. Und jetzt nehme ich die Pampe hier und nehme es erstmal raus. So. Das Ganze bleibt jetzt auch nicht an meiner Hand heften, weil ich ja vorher ordentlich Spülmittel genommen habe. So, habe ich alles raus. Ich will nichts verschenken. Jawohl. So. Das ist jetzt meine Silikonmasse. Sieht aus wie so ein Brustimplantat. Würde ich mir aber nicht einsetzen. So, jetzt den Butter auch noch mal ein bisschen nass machen. Und schön mit der Schmiere einbalsamieren. Auch noch mal ein bisschen zusätzlich eincremen mit. Das hätte ich vorher machen sollen, bevor ich es rausgenommen habe. Ich habe zwei Hände frei gehabt. Nochmal ein bisschen eincremen jetzt mit Spülmittel, damit halt ich das Silikon dann hinterher vernünftig haften kann. Abmachen kann, damit es halt nicht so sehr haftet. So, den Eimer brauchen wir nicht mehr. Denn, ich glaube beinahe die Masse Silikon wird nicht ausreichen. So, jetzt mache ich das hier einfach dran. Ja, schön gleichmäßig. Ja, ich merke schon, für die ganze Statue wird es wohl nicht ausreichen. Deshalb muss ich noch mal ein bisschen was in den Eimer Wasser reinmachen. Den Schritt kennt ihr ja schon. So, hier habe ich jetzt noch mal mir eine Ladung Silikon gemacht, wie ich das eben bei dem Teil auch gemacht habe. Letztendlich habe ich jetzt doch für eine Figur dieser Größe, um das mal als Maßstab meine Hand dagegen zu halten, habe ich doch die ganze Kartusche verbraucht. Ja, dann geht es jetzt mal weiter. Verteile mir das jetzt mal hier so ein bisschen und muss jetzt ringsherum überall Silikon dran machen. Silikon macht das schon so.
so viel. Recht gleichmäßig halt. Auch dürfen keine Löcher drin sein, weil sonst läuft ja der Zement oder der Gips hinterher darüber aus. Das wollen wir ja nicht. Alles schön dran manchen hier. Es geht gerade so auf. Hier hinten noch. So. Jawohl. Das beißt ganz schön in der Nase, kann ich euch sagen. So. Ja, und fertig ist das Ganze. Und jetzt muss ich es nur noch 24 Stunden durchhärten lassen. Und dann löse ich die Silikonform. Von dem Buddha. Wahrscheinlich werde ich hinten eine kleine Naht schneiden müssen mit einem Cuttermesser. Das werde ich sehen, wie sich das lösen lässt. Aber es ist auch nicht weiter wild. Das kann man hinterher beim Gießen dann mit Klebeband wieder zukleben. Ja, falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir dafür einen Daumen hoch gibt. Euer Mac Peverick.